Umbrien, Umbria ist das grüne Herz Italiens. Es liegt in der Mitte des Stiefels zwischen Adria im Osten und dem Tyrrhenischen Meer im Westen. Umbrien hat keine Küste und es erstreckt sich zwischen Florenz und Rom. Umbra heißt auf Lateinisch Schatten. Umbra ist die Erdfarbe. Und Umbra heißen die ersten Siedler in diesem Gebiet. Die Fahrt mit der Bahn. Von München über Innsbruck, Bozen, Bologna nach Perugia. Von dort geht es mit der futuristischen Mini-Metro hinauf in die Altstadt. Heute im Berghang eine unheimlich wirkende eigene Stadt unter der oberen offiziellen Stadt. Der bekannteste und meistbesuchteste Sohn Umbriens ist Franz von Assisi. Il Poverello, armer kleiner Bruder. Er lebte vor etwa 800 Jahren. Dunkle Zeiten, in denen die Handwerksstände, der Adel und die Vertreter der Kirche um ihre Vorherrschaft rangen. Am Portal, ein wahrer Schatz aus Franziskus Zeit, zeigt in der Mitte den Weltenherrscher der Romantik, zwischen Sonne und Mond thronend. Umgeben von seiner Mutter, die ihren Sohn als Königin stillt, und vom Stadtpatron Rufin. Oh.
Castelluccio ist eines der höchsten und unzugänglichsten Dörfer im ganzen Apennin. In seinen endlos langen Wintermonaten werden ihre Bewohner nicht selten durch heftige Schneefälle von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst jetzt, Ende Mai, vertreibt das kalte Wetter die sonnenhungrigen Italienurlauber. Das Dorf liegt oberhalb der Piana Grande, der großen Hochebene. Grün ist ihr Kleid, es ist die Farbe ihrer Gräser. Die Italiener nennen diese Gegend auch ganz liebevoll ihr kleines Tibet. Nur grasen hier keine Yaks, sondern freie und wilde Pferdeherden. Ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen ist das Refugio Perugia. Das Steinhaus steht in einer windgeschützten Senke. Die Freundlichkeit ihrer Gastwirte eilen ihnen voraus. Schon der Reiseführer verrät es. Verlassen wir das Refugio und gehen über die Kuppe des Passes, dann sehen wir wieder hinunter auf die Piana Grande, die uns jedes Mal in einem neuen Farbton überrascht. Die Wolken sind anhänglich. Die hohen Felsen lassen sie nicht aus, und wenn das Wetter doch eine Wanderung auf einen aussichtsreichen Gipfel zulässt, sollte man sich sofort auf den Weg machen. Der Monte Vettore mit seinen 2476 Metern liegt knapp unter den höchsten Gipfeln des Apennin. Vom Monte Vettore sehen wir weit im Osten am Horizont einen glänzenden Spiegel. Ich frage, könnte das die Adria sein? Na klar, was sonst?